Das Thema Klimaschutz nimmt in Erkelenz schon lange eine wichtige Rolle ein. Im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten stehen ein nachhaltiges Wirtschaften mit unseren Ressourcen und die Minimierung belastender Emissionen. Nun werden zum ersten Mal Projekte ausgezeichnet, die einen vorbildlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dass Klimaschutz auf völlig unterschiedliche Weise möglich ist, zeigt sich eindrucksvoll bei der Auszeichnung von drei Projekten in der Kita Adolf-Kolpinghof in Erkelenz. Projekte mit Vorbildcharakter, die hoffentlich viele Nachahmer finden, so Ansgar Lurweg. Klimaschutz, auch in Erkelenz, hat sehr viel mit Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und diese Aktion, Auszeichnung von drei Projekten mit als besonderes Vorbildfunktion, bedeutet für uns in der Stadt, Nachahmer zu suchen, die im Punkto Klimaschutz mittun, die besonderes Engagement zeigen. Und von daher ist diese Idee auch entstanden im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Klimaschutzkonzept der Stadt Erkelenz. Klimaschutzmanager Oliver Franz würdigt unter anderem die Arbeit des Repair-Cafés und dessen Motto »Reparieren statt wegwerfen«. Mit der Reparatur von Geräten und Gegenständen des täglichen Lebens leisten die Ehrenamtler einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute diese Auszeichnung bekommen haben von der Stadt Erkelenz. Ich denke, wir tragen auch mit unserem Repair-Café dazu bei, dass etwas weniger Müll in unsere Müllwirtschaft gerät und wieder mehr Dinge auch verwertet werden. Es ist uns auch weiter noch ein Anliegen, das Wissen um Reparatur möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und ich denke, dafür haben wir heute diese Auszeichnung bekommen. Was mich außerordentlich freut, nach nur einem Dreivierteljahr Repair-Café schon so wahrgenommen zu werden, auch von der Stadt Erkelenz. Die evangelische Kirchengemeinde leistet mit ihrem Mieterstrommodell einen ganz konkret messbaren Beitrag zum Klimaschutz und verhilft ihren Mietern sogar noch zu einem finanziellen Vorteil. Wir unterhalten auf der Burgstraße hier in Erkelenz ein Altenwohnhaus. Das ist gebaut worden, damit ältere Menschen als Familien selbstständig weiter in einem geschützten Raum leben können. Und dort haben wir seit einigen Jahren ein BHKW betrieben. Und als wir das haben renovieren lassen müssen, sind wir hingegangen und haben dieses Blockheizkraftwerk benutzt, um auch den Strom für unsere Mieter zu erzeugen. Das tun wir jetzt seit anderthalb Jahren mit großem Erfolg. Die Mieter haben halt eben dadurch, dass wir den Strom an sie zum Selbstkostenpreis abgeben, eine deutliche Ersparung in der Energieversorgung. Wir stehen hier an unserem Blockheizkraftwerk, das mit Gas, Erdgas betrieben wird. Man sieht hier die Gasstraße. Das Blockheizkraftwerk hat eine Leistung von 12 Kilowattstunden für die Heizleistung. Diese Heizleistung werden wir in unseren großen Pufferspeicher schicken, während wir die 5,5 kW in unser eigenes Hausnetz einspeisen. Durch das Projekt, das auch schon landesweit ausgezeichnet wurde, wird die Umwelt um rund 9000 Kilogramm Kohlendioxid jährlich weniger belastet. Dass Klimaschutz bereits bei den Jüngsten anfängt und mit ganz einfachem Handeln umgesetzt werden kann, zeigt der Alltag in der Kita Adolf-Kolpinghof. Dort legt die Leiterin Christiane Kubata und ihr Team viel Wert aufs Radfahren. Wir in unserer Kindertagesstätte führen regelmäßig Radtouren mit den Vorschulkindern im 14-tägigen Wechsel durch. Und unser Ziel ist es, dass Kinder mobil bleiben, auch im Hinblick auf Schule, dass sie das fortführen und dort auch den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad wählen. Und auch die Eltern darauf aufmerksam machen, mobil zu werden. Die Kinder lernen unter anderem, eigenständig ohne Stützräder zu fahren und lernen die Verkehrsschilder kennen. In besonderen Projekten wird Kindern und Eltern gemeinsam nähergebracht, dass der Weg zur Kita auch ganz ohne Auto möglich ist. Drei Projekte, die sich ihre Auszeichnung zum Klimaschutzprojekt 2017 wirklich verdient haben. In Erkelenz geht man aber noch einen Schritt weiter und möchte in zahlreichen Videos zeigen, dass auch im familiären Alltag eine Menge für den Klimaschutz getan werden kann.
Ja, wir haben heute viele schöne Klimaschutzprojekte kennengelernt, die wir ausgezeichnet haben. Aber Klimaschutz findet auch bei Ihnen zu Hause statt. Und das wollen wir mit der Kamera zeigen und suchen die Erkelenzer Klimaschutzfamilie. Alle Infos zur Klimaschutzfamilie erhalten Sie beim Referat für Klimaschutz der Stadt Erkelenz.